Ich lese heute aus meinem Landkrimi Kalamitäten im Sparverein. Auszahlung. Die große Friteuse brutzelte schon erwartungsfroh in der Küche. Heute hätten selbst die wenigen Gäste, die weniger oft kamen, blind in den goldenen Bock finden können. Der Geruch des Frittierfettes lag überhalb Grammerkirchen. Ohne ein wenig vorzuarbeiten könnte Johnny Scheuringer mit seinem Team den Einheitshunger nach Paniertem an einem Tag wie diesem nicht abdecken. Und für die Zielgruppe lag die Priorität eindeutig auf der Minimierung der Zeitspanne zwischen Bestellung und Lieferung, als darauf, dass jedes servierte Schnitzel gerade frisch aus dem heißen Fettbad gekommen war. Die jährliche Sparvereinsauszahlung war schließlich das absolute Highlight des Wirtshausbilanzjahres. Obwohl der Haussegen im goldenen Bock nach wie vor gehörig schief hing, war davon nichts zu merken. Die Wirtsleute zogen an einem Strang. Das Geschäft ging immer vor. Ungewöhnlich war diesmal nur, dass bisher weder der Obmann noch der Kassier in den goldenen Bock gekommen waren, obwohl die Auszahlung bereits in einer halben Stunde beginnen würde. Normalerweise war da schon längst alles vorbereitet worden. Der Beamer musste für die PowerPoint-Präsentation des Jahresabschlusses getestet werden. Die Folder gehörten mit einer Zusammenfassung aller Infos auf den Plätzen zurechtgelegt. Und natürlich sollte sich noch ein schnelles Bier gegen die Nervosität des folgenden Auftritts ausgehen. Aber der alte Kassier weilte nicht mehr unter ihnen und sein Nachfolger war jetzt wahrhaft nicht der geselligste. Selbst am Feuerwehrfest saß er lieber mit dem jugoslawischen Polier am Biertisch, anstatt bei den Männern vom Ort an der Bar zu stehen. Wahrscheinlich war er nicht in Feierlaune gewesen, weil seine Frau sich mit dem Herrn Bürgermeister absentiert hatte, aber er mischte sich auch sonst nicht unter die Leute. Der Sparvereinsobmann hatte jedenfalls gute Gründe, nicht früher als unbedingt nötig im goldenen Bock zu erscheinen. Johnny Scheuringer war verständlicherweise nicht gut auf den Herrn Direktor Bieringer, wie er seinen alten Freund Ludwig in letzter Zeit zu nennen pflegte, zu sprechen. Dem Umsatz tat die Abwesenheit des halben Vorstandes jedoch keinen Abbruch, da schon zahlreiche einfache Vereinsmitglieder rechtzeitig vor der Auszahlungssitzung in den goldenen Bock gekommen waren, um nichts zu versäumen. Wie jedes Jahr liefen schon die Wetten, wer denn dieses Jahr als bester Sparer ausgezeichnet werden würde. Nach dem außer Konkurrenz antretenden Baumeister Kraminger natürlich. Der spielte in seiner eigenen Liga. Aber das Schöne am Sparverein war unter anderem, dass beim Abschlussessen auch diejenigen, die gerade einmal die Mindestquote erfüllten, genauso ihre traditionelle Leberknödelsuppe, ihr riesiges Schweinswiener mit Petersilkartoffeln, Preiselbeeren und gemischtem Salat und als krönenden Abschluss die herrliche Malakoff-Torte von der Renate bekamen, wie die Rekordsparer. Renate beeilte sich Manfred Fahringer heuer wieder, den alten Witz anbringen zu können. Schaust du eh auf die Torte, damit sie dir nicht verbrennt? Ernst Holzinger betrat die Wirtsstube. Grüß Gott, Herr Bürgermeister, Servus Ernst, grüß euch alle miteinander. Der Ortschef schüttelte jedem Einzelnen die Hand oder klopfte ihm auf die Schulter. Johnny, ein Bier bitte! Hast du den Ludwig und den Herrn Magister gesehen? Wandte sich Herbert Irdinger an den Neuankömmling. Der Ludwig packt sich gerade ein, antwortete er. Vom Magister weiß ich nichts. Da kam auch schon der angesprochene Obmann herein. Auch er begrüßte alle Anwesenden und entschuldigte sich bei jedem Einzelnen für sein spätes Erscheinen. Wollen wir gleich in den Saal? Fragte er. Offensichtlich war es ihm unangenehm, ein Bier an der Schank beim Wirt zu bestellen. Der Magister ist noch nicht da. Ach so. Ludwig Bieringer zögerte, dann gab er sich notgedrungen einen Ruck. »Dann würde ich vorher noch ein Bier trinken, Johnny«, er sah ihn verunsichert an. »Bitte.« Nach dem zweiten Bier im Schankraum griff der Sparvereinsobmann zu seinem Handy und versuchte, seinen Kassier zu erreichen, kam aber nur auf dessen Mobilbox. »Johnny, war der Herr Magister vorher schon da, um alles vorzubereiten?« nahm er sich ein Herz, nachdem er langsam ungeduldig wurde. Er war gestern hier, hat die Kasse ausgeräumt und abgerechnet, brummelte der Wirt betont knapp. Und heute war er noch nicht da wegen der Präsentation? Nein, ist aber auch nicht meine Aufgabe, darauf zu schauen, gab er mit vorwurfsvollem Unterton zurück. Aber es wäre jetzt bald Zeit für das Essen. Ludwig Bieringer probierte nochmals, Peter Gerl telefonisch zu erreichen, steckte seufzend sein Handy in die Tasche, klatschte in die Hände und rief: Also gut, meine Herren, gehen wir hinüber. Ich denke, wir sind alle hungrig. Die Sparvereinsmitglieder ließen sich nicht zweimal bitten. Nachdem die Gesellschaft Platz genommen und die Wirtin nochmals Getränke aufgenommen und serviert hatte, wandte sie sich an den Obmann. Ludwig, wir müssen jetzt die Suppe auftragen, sonst kommen wir in der Küche nicht mehr zurecht.
Ludwig Bieringer blickte den neben ihm sitzenden Bürgermeister fragend an, nachdem dieser mit den Schultern zuckte, nickte er Renate Scharinger zu. Liebe Mitglieder unseres Sparvereins! Der Obmann klopfte kurz mit seinem Löffel gegen sein Bierglas, um sich Gehör zu verschaffen. Wie immer begrüße ich euch ganz herzlich zu unserer jährlichen Auszahlung hier im Goldenen Bock. Nachdem unser neuer Kassier noch auf sich warten lässt, er setzte einen möglichst vorwurfsvollen Blick auf, werden wir heuer eben die Präsentation auf nach dem Essen verschieben. Man muss Prioritäten setzen und ich denke, da geht unser leibliches Wohl vor. Er prostete in die Runde und die Runde prostete zurück. Der Wirtshaussaal mit seiner schlechten Akustik verstärkte die Schlürfgeräusche der offenbar hungrigen Sparvereinsmitglieder, die Leberknödelsuppe unüberhörbar in vollen Zügen genossen. Was ist mit dem Herrn Kassier los? Bürgermeister Ernst Holzinger beugte sich zu Ludwig Bieringer und deutete auf die protzige Fliegeruhr auf seinem Handgelenk. Woher soll ich das wissen? Der Obmann wischte sich mit der Stoffserviette mit dem aufgestickten goldenen Bock die Rindsuppe von den Lippen. Kannst du nicht bei der Fritzi anrufen und fragen, was mit ihm ist? Warum ich? Antwortete Ernst Holzinger reflexartig, holte aber dann dennoch gleich sein Handy aus der Tasche, wählte und unterhielt sich leise. Sie hat ihn seit heute Morgen nicht gesehen. Er hatte ihr gesagt, dass er nach dem Büro gleich hierher fahren würde, um alles für den Auszahlungsabend vorzubereiten. Die beiden sahen sich ratlos an. Was machen wir, wenn der nicht spätestens bis zur Malakow-Torte kommt, sagte Ludwig Bieringer, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und Werner Brendinger, seines Zeichens örtlicher Briefträger, aber und vor allem auch Löschmeister der Freiwilligen Feuerwehr Grammerkirchen hereinstürmte, was im Übrigen ganz und gar nicht seiner Mentalität entsprach. Er lief zum Feuerwehrkommandant Stellvertreter Alfred Pointinger, der gleich neben dem Bürgermeister und dem Obmann saß, und platzte fast atemlos heraus. Alfred, die Barbara ist fort.